Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte vorab was loswerden. Leider haben wir im Moment noch überwiegend Dashcam-Videos aus dem englischsprachigen Raum, aber sind stets bemüht, auch aus Deutschland viele reinzubekommen. Bitte entschuldigt dies vorab. Wir hoffen aber, dass sich das schnell ändern wird. Falls ihr eure Videos in meinen Zusammenstellungen sehen wollt, dann schickt mir diese gerne an die unten verlinkte E-Mail zu. Oder würdet ihr auch meine eigenen Dashcam-Videos gerne sehen wollen? Lasst mir einen Kommentar da, das würde mich sehr interessieren. Ja, der Fahrer ist zu Unrecht an dem LKW links vorbeigezogen. Wer würde an der Stelle des weißen Autos zurückfahren und ihn durchzulassen? Das war knapp. Da nutzt einer die Gelegenheit, durch Rot zu fahren, während die Polizisten mit einer Verfolgungsjagd beschäftigt sind. Laut Aussage vom Einsender war der Fahrer mit dem Handy abgelenkt. Dank der Tesla Dashcam und der Technologie haben wir diesen Zusammenstoß auf Video und somit hat das Opfer ein Beweisvideo für die Polizei. Er bretterte wie ein Verrückter an ihm vorbei. Der Motorradfahrer fand die Fahrweise unmöglich und fuhr ihm hinterher, um ihm das zu sagen. Wollte ich ruhig einfahren an der Stelle, aber was soll das Scheiße? Ich bin ein bisschen groß gerade. Was für ein aggressiver Autofahrer. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger an der Ampel. Du bist vorbeigezogen wie sonst was. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger als an der Ampel. Ich stand da. Wie bitte? Ich sag nur, nächstes Mal ein bisschen ruhiger an der Ampel. Du bist da so ein Stück von mir vorbei. Wo ist das Problem?
Ich sag doch nur, nächster bitte ein bisschen ruhiger. Was? Hä? Was hat mit großer Presse zu tun? Du hast große Presse zu tun. Hast du gesehen, dass der im Auto sitzt oder nicht? Ich habe kein Problem mit ihm persönlich. Schön, dass der Motorradfahrer so ruhig und kontrolliert agiert. Fahr langsamer. Ja, da nutzt einer die Rettungsgasse zu eigenen Zwecken aus. Bei diesem Video fehlen mir einfach die Worte. Das ist so fahrlässig, was der Motorradfahrer gemacht hat. Laut Aussage vom Einsender war der Autofahrer betrunken. Also wenn man schon Mist baut, dann sollte man auch dahinter stehen. Also wenn mir einer erzählt hätte, dass man in der Autowaschanlage einen Unfall bauen kann, dann hätte ich ihm das nicht geglaubt. Der fährt auch, als ob kein anderer am Verkehr teilnimmt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch diese Zusammenstellung gefallen hat. Gerne könnt ihr mir auch eure eigenen Dashcam-Videos an die unten verlinkte E-Mail zuschicken. Ich würde mich sehr freuen. Schön, dass ihr heute wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.